Hallo zusammen, für unser heutiges Projekt brauchen wir zwei Pinselgläser, ein Pinseltuch, eine Mischpalette, Baumwollpapier. Warum das noch eine Rolle spielt, erzähle ich euch gleich. Und zwar nehme ich das Hanemühle Expression, dann nehme ich einen Flachpinsel und einen Verwaschpinsel von Da Vinci Casaneo und das Nebel Indigo von den supergranulierenden Farben von Schminke. Aber zunächst einmal bereite ich mir mein Blatt vor und ich klebe mir meinen Rand ab, damit ich später bei meinem kleinen Kunstwerk einen schönen weißen Rand habe. Zudem lasse ich das Papier im Block, weil der ist auch vierseitig geleimt und das hält das Papier dann ein wenig besser. Wenn ihr keinen Block habt, könnt ihr das Papier auch einfach an euren Tisch festkleben. Die erste Schicht machen wir nass in nass, das heißt, ich bereite mir jetzt erstmal mein Papier vor, sodass es schön glänzt überall und sich keine Pfützen gebildet haben. Und dann bringe ich einen leichten Wash von dem Nebel Indigo auf das Papier auf. Dafür verwende ich einen Flachpinsel und ich achte dabei darauf, dass in der unteren Hälfte bzw. unteren Drittel ein wenig mehr Farbe ist als weiter oben. Also dass sich sozusagen ein leichter Farbverlauf bildet. Wenn ihr ein wenig Farbe auf euren Pinsel auftragt und unten damit startet und immer hin und her bewegt, dann entsteht schon fast automatisch so ein leichter Farbverlauf. Solange das Papier noch nass ist, werde ich auch kleine Bäumchen einmalen, die dann mit dem Hintergrund ein bisschen verschwimmen, eben weil das Papier noch nass ist. Und genau deswegen ist Baumwollpapier nämlich wichtig, weil das hat die Eigenschaft, einfach ein wenig länger nass zu bleiben und man kann somit leichter damit nass in nass arbeiten. Wenn ihr anderes Papier verwendet, kann es sein, dass es nicht ganz so gut funktioniert, weil es eben ein wenig schneller trocknet. Wie ihr seht, mache ich einfach ein paar Pinselstriche aufs Papier, was ähnlich aussieht wie eine Tanne, heißt ein gerader Stamm. Es muss nicht unbedingt ganz gerade sein, in der Natur ist auch nicht alles gerade. Und dann oben weiter mache ich diese Äste ein wenig kürzer und nach unten hin einfach ein wenig länger, damit sie da ein bisschen länger wirken. Und ebenso eine Form eines Tannenbaums entsteht. Ihr könnt natürlich so viele Bäume einmalen, wie ihr möchtet. Ich versuche einfach im oberen Drittel damit zu bleiben und nicht zu viel weiter unten auch hinzumalen, weil dort folgen noch andere Bäume und das wird danach gegebenenfalls eh überdeckt werden. Bin ich nun also mit meinen Bäumen zufrieden, die ich eingemalt habe, wasche ich meinen Pinsel komplett aus, mache ihn dann relativ trocken, um dann die unteren Teile der Bäume so ein bisschen mit dem Hintergrund noch zu verwischen, damit es nicht so klare Abgrenzung gibt. Und dann lasse ich mein Bild erstmal trocknen. Hier seht ihr schon mal den granulierenden Effekt, den die Farben haben. Und je nachdem, wie rau das Papier ist oder mit wie viel Wasser ihr arbeitet, desto mehr oder weniger sieht man diesen Effekt auch. Wenn das Papier komplett getrocknet ist, werde ich nun eine weitere Schicht Bäume einmalen. Hierfür nutze ich aber die Nass-auf-Trocken-Technik, heißt, ich feuchte nicht das komplette Papier an. Ich nehme einfach die Farbe, das Nebel Indigo, diesmal ein wenig konzentrierter, heißt mehr Pigment und weniger Wasser und trage sie auf das trockene Papier mit dem Pinsel auf. Und wo ihr eure Bäume platziert, könnt ihr natürlich komplett selber entscheiden. Und hier gehe ich ähnlich vor wie mit den Bäumen im Hintergrund. Heißt, ich mache mir schon mal eine Linie, eine senkrechte, an der ich mich mit meinen Ästchen orientieren kann, damit der nicht ganz so komisch krumm wird. Und dann male ich da einfach so ein paar Striche dran. Ihr seht,
Das sind einfach nur wild nebeneinander gemalte Striche. Und wenn ich mit meiner Baumgruppe fertig bin, spüle ich meinen Pinsel aus, nehme ein bisschen klares Wasser auf und verwische den unteren Rand mit dem Hintergrund, sodass es so ein bisschen so aussieht, als wenn die Bäume mit dem Hintergrund dort verschmelzen und dort sozusagen der Nebel ist. Dann kamen mir die Bäume noch ein wenig zu blass vor und ich habe die noch ein wenig verstärkt, indem ich noch mal ein bisschen mehr Farbe auf den Pinsel aufgenommen habe und noch ein bisschen was nachgezeichnet habe. Übrigens braucht ihr hier nicht unbedingt einen Verwaschpinsel zu nehmen. Es ist nur ein wenig einfacher, finde ich, weil der sehr viel Wasser und Farbe aufnimmt. Ihr könnt auch einfach einen Rundpinsel zum Beispiel nehmen. So wie die andere Gruppe eben, so male ich jetzt nochmal zwei weitere Tannengruppen, so nenne ich es jetzt mal, verfahre also genauso in der Nass-auf-Trockentechnik, bringe ich einfach die Baumgruppe auf, dann spüle ich meinen Pinsel aus, nehme ein wenig klares Wasser mit auf und verwische den unteren Rand der Bäume mit dem Hintergrund, sodass es so aussieht, wie gesagt, als wenn da so Nebel vor den Bäumen so rumschwirrt und die nicht so klar abgegrenzt sind. Nun bin ich mit der letzten Baumgruppe für diese Schicht fertig. Ihr könnt natürlich auch so viele Bäume einmalen, wie ihr möchtet. Und hier seht ihr übrigens mal die Farbe auf der Palette und da seht ihr auch schön, wie sich die einzelnen Farben so ein bisschen separieren. Wie gesagt, ich finde die Farben echt super interessant. Nun habe ich das Bild wieder komplett trocknen lassen, um wieder in der Nass-auf-Trocken-Technik weitere Bäume einzumalen. Dabei gehe ich genauso vor wie bei der anderen Schicht eben auch. Nur nehme ich hier noch eine etwas konzentriertere Mischung von Farbe und Wasser. Heißt, ich nehme noch ein wenig mehr Farbe in meine Farbmischung mit rein und weniger Wasser, sodass dieser Baum dunkler wirkt als bei der Schicht davor. Und das gibt den Betrachter des Bildes einfach das Gefühl, dass diese Bäume, die ein bisschen dunkler sind, auch weiter im Vordergrund sind als die anderen Bäume. Wie bei anderen Techniken auch, finde ich das monochrome Arbeiten mit Aquarell, heißt also mit nur einer Farbe zu arbeiten, auf jeden Fall für Anfänger gut geeignet, da man sich eben so mit dieser Farbe einfach auseinandersetzen muss, weniger auf Farbzusammenstellung achten muss, sondern einfach mehr Wert auf Kontraste legen kann und sich darauf konzentrieren kann. Und auch was die Farbmischung angeht, die man sich anmischt,
was passiert, wenn ich mehr oder weniger Wasser zu der Farbe dazugebe und wie viel Wasser muss ich dazugeben, damit man später im Bild eine leichte Abstufung halt hat, dass die Bäume im Vordergrund dunkler sind als die Bäume im Hintergrund. Und wie gesagt, ihr bekommt mit nur einer Farbe, ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen als Nebel, Indigo. Wichtig ist nur, dass es eine relativ dunkle Farbe sein sollte. Aber ihr könnt mit wenig Material wirklich schöne kleine Bilder entstehen lassen und euch somit schon mit dem Material auseinandersetzen. Und wie ihr seht, braucht ihr nicht sehr viel dafür. Wichtig, beziehungsweise ein größeren Augenmerk würde ich auf jeden Fall aber auf das Aquarellpapier dann legen, dass es auf jeden Fall Baumwollpapier ist, weil wie erwähnt, finde ich es damit deutlich einfacher, nass zu arbeiten, da es eben länger nass bleibt. Nun lasse ich das komplette Bild erstmal wieder trocknen, bevor ich die Bäume im Vordergrund reinmale. Und diese mache ich wirklich in einen sehr, sehr dunklen Ton. Heißt, ich nehme die Farbe fast, wie es aus der Tube kommt, damit sie eben noch mehr im Fokus rücken für den Betrachter und noch deutlicher wird, dass die halt noch näher dran sind, diese Bäume. Hier seht ihr übrigens auch, wie schön es ist, zwei Wassergläser zu haben. Ich habe ein Glas, wo das Wasser schon relativ dreckig ist, aber ich habe immer noch ein Glas, wo das Wasser noch recht sauber ist. Also auch hier nochmal als Tipp, nutzt gerne zwei Wassergläser, weil so habt ihr auch im Verlauf des Bildes immer noch relativ frisches Wasser, was ihr noch auf euren Pinsel aufnehmen könnt, um zum Beispiel diesen Verlauf unterhalb der Bäume hinzubekommen. Und diese Bäume im Vordergrund haben echt nochmal Farbe gefressen. Oh, ich war fast ein bisschen traurig, dass ich so viel von den Nebel Indigo verwenden musste. Aber ich denke schon, dass ich mir dieses Set noch einmal bestellen werde, weil da halt so viele schöne Töne bei sind und ich die sicher noch weiter verwenden werde und sehr viel öfter verwenden werde als hier. Übrigens, wie immer, wenn ihr das nachmalt und zum Beispiel bei Insta postet, nutzt gerne den Hashtag VitasArtworks, alles klein und zusammengeschrieben, und zeigt es dort gerne, denn auf den Hashtag schaue ich immer wieder vorbei und dann werde ich auf jeden Fall auch eure Bilder dann da sehen. Also ich freue mich schon sehr drauf, welche Farben ihr verwendet, wie ihr das so handhabt. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video recht verständlich ist. Wenn euch das gefällt, das Video, gebt wie immer gerne ein Like, schreibt einen Kommentar, zum Beispiel auch, was ihr euch noch so wünschen könntet. Ihr wolltet ja gerne nochmal eine Landschaft sehen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich denke, es werden vielleicht auch nochmal ein, zwei mehr folgen. Aber mal schauen. Und hier seht ihr jetzt, dass ich noch mehr Farbe aus der Tube nehmen musste. Ha, aber egal, ich wollte ja, dass es so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hier habe ich noch eine große Tanne vor die anderen Tannen gemalt und die kleine Tanne einfach sozusagen übergemalt, die man dort sieht, damit die Tannen im Vordergrund auch nochmal deutlich größer sind als die Tannen, die weiter im Hintergrund sind. Somit habe ich die Farbabstufung da drin, aber auch die Größenunterschiede, weshalb es auf den Betrachter Sinn macht, dass diese Bäume weiter vorne halt im Vordergrund sind und somit im Fokus stehen. So, jetzt bin ich fertig mit dem Bild, heißt Pinsel ordentlich ausspülen und dann kommt das Tape ab. Der beste Moment überhaupt, findet ihr nicht auch? Denn da sieht man erstmal, was für ein Bild man jetzt gemacht hat und wie cool das aussieht mit so einem weißen Rand da umzu.
Und hier seht ihr mein fertiges Ergebnis. Wie gesagt, ich bin kein Profi, was Landschaften angeht. Ich muss da, denke ich, auch noch ein wenig üben. Aber ich bin zufrieden damit. Und ich denke, ihr konntet trotzdem ein wenig was aus dem Video mitnehmen. Und hier habt ihr mal meine Nebel-Indigo-Tube gesehen. Sie ist schon halb leer. Aber naja, Schwund ist überall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und für mehr Videos zum Thema Aquarell, schaut gerne auf meinen Channel vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dann kreativ. Bis dann!